Hallo ihr Lieben, ich bin Sebastian von Schon Cool und ich begrüße euch zu einem nächsten kleinen Tech-Talk-Review zu einem Monitor. Und zwar habe ich mir den gekauft, den ihr da hinten seht, mit derzeit nicht verfügbar, für 80 Euro bei einem großen Versandhändler. Den Namen will ich aber hier nicht nennen. Oh, jetzt haue ich mir das ins Gesicht. War das jetzt geplant oder nicht geplant? Ein bisschen schwierig. Ich finde es immer so lässig, wenn so. Das ist der Monitor. Er hat relativ viele Anschlüsse. Das sieht man auch. 12 Volt, RGB, HDMI, Cinch-Kabel, USB-Buchse und BNC-Anschluss. Ich habe die anderen nicht getestet. Ich wollte nur den HDMI-Anschluss haben. Und warum das so ist, kann ich euch auch sagen. Und zwar wollte ich ein Mini-PC-System aufbauen. Eine Alternative zu meinem Tablet. Darüber habe ich schon ein Review gemacht. Speziell aber zu dem Akkuproblem. Das ist ein Mini-PC mit einem Quad-Core, 4 GB, 32 GB ROM, USB 3, USB 2. Da werde ich nochmal gesondert ein Review machen. Kann das jetzt aber nicht machen, weil ich eben ein kleines Problem mit diesem Monitor habe. Erst einmal ist das immer sehr verwunderlich. Ich bin so ein Typ, muss ich dazu sagen, wenn ich etwas kaufe, versuche mir möglichst viele Informationen einzuholen. Hoffe dann auch immer, dass ich irgendwelche Kundenrezensionen lese und mich daran als Orientierungspunkt festzuhangeln. Und der Monitor kam nicht schlecht dabei weg. Aber es scheint so, dass er unterschiedliche Daten und Werte hat. Denn er wird einmal angegeben für 10 Euro mehr als IPS-Monitor. Ich habe dem Anschein nach kein IPS-Monitor. Was man bei mir aber lesen kann, ist, dort steht 1920x1080. Ist auch nicht so ganz richtig. Er hat nämlich die gleiche Auflösung wie der andere, 1280x800. Also was man davon glauben darf, wenn irgendwelche Anbieter solche Produkte über dieses große Versandhandelshausunternehmen verschicken, lasse ich mal dahingestellt. Fakt ist aber im Prinzip, dieser Monitor ist kein Voll-HD-Monitor, sondern hat eine Auflösung von 1280x800. Dachte ich, glaube ich, weiß ich nicht, weil er wird auch angegeben mit einem Seitenverhältnis von 16:9 und 16:10. Aber jetzt kommt's. Als ich diese Kombination ausprobiert habe, beides verbunden habe, man muss dazu sagen, bei diesem Mini-PC ist noch ein HDMI-Kabel als Verlängerung dabei, weil bei dem unten passt das nicht mit den Anschlüssen. Da stößt der Mini-PC nämlich an die Cinch-Buchse an, also man kann ihn nicht ganz reinstecken. Ist auch okay. Um das kurz um zu sagen, Monitor ist relativ leicht, fühlt sich auch wertig an. Die Fernbedienung ist eigentlich Spielkram. Die sieht, habe ich auch gar nicht ausgepackt, die ist jetzt nicht so hübsch, das ist so eine typisch einfache Variante. Dazu auch noch 12 Volt Adapter, ja, 220, 230 auf 12 Volt ist so nicht nutzbar. Da fängt das auch schon an, wo man so sagt, so, ist nicht so cool. Und der Haltefuß, der ist jetzt auch nicht so der Hammer. Egal, das Bild ist relativ, das Bild ist gut. Für die Auflösung entsprechend. Ich habe keine Pixelfehler, die Helligkeit ist völlig in Ordnung, aber ein ganz großes Problem. Nehme ich den Monitor in Betrieb, dann meckert er schon rum, dass 1280x800 nicht die eigene Auflösung ist. What? Gut, ist es eben so. Ich habe andere Auflösungen oft probiert. Geht auch nicht. Ganz toll. Das Ende vom Lied ist, wenn ich diese native Auflösung einstelle, dann hat man überall am Randbereich des Bildschirms noch ein bisschen, normalerweise vom Desktop, sieht den aber nicht. Also ich kann mit der Maus etwas weiter rüber rutschen, die verschwindet hier vom Bildschirm. Und unten sieht man von der Taskbar ungefähr ein Drittel der oberen Icons. So, ich will das natürlich aber bildschirmflächend als Vollbild haben. Ich habe eingestellt, alles gemacht und getan. Dieser Mini-PC hat übrigens ein Intel-Grafikchip drin. Da kann man dann auch selber so Seitenverhältnisse und Skalierung und sowas angeben. Ich habe es nicht hinbekommen, den Monitor so einzustellen, dass die Auflösung dementsprechend passt. Und das ist für mich ein absolutes K.O.-Kriterium. Der Monitor, dieser, mag für viele andere Sachen geeignet sein, so funktioniert es aber nicht. Ich habe das auch nicht mehr irgendwo an einem anderen PC ausprobiert, da habe ich keine Lust zu, weil tendenziell gehe ich davon aus, also ich, meine Erfahrungswerte zeigen, wenn man sich einen Monitor bestellt und nimmt ihn in Betrieb, funktioniert das meistens auch immer. Das scheint eine günstige Variante zu sein. Ich möchte auch nicht behaupten und sagen, dass dieser Monitor generell immer so ist, weil die Resonanz und die Rezensionen waren alle relativ positiv. Es kann natürlich sein, dass das ein sogenanntes Montagsmodell ist. Das weiß ich nicht. Aber im Grunde hat sich damit eigentlich schon für mich diese ganze
Geschichte hier erledigt. Ist sehr, sehr schade, denn ich wollte ein Review machen über diesen Mini-PC, der vom Preis auch relativ günstig ist, aber diese Kombination mit dem Monitor-Setup war für mich schon ganz bedeutend, vielleicht auch für andere nochmal zu zeigen, neben Tablet und Co. gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, einen kleinen Mini-PC aufzubauen und andersweitig zu nutzen. Gut, das Ganze darf ich dann ein anderes Mal nachholen, ist auch völlig in Ordnung. Was ich aber nochmal dazu sagen möchte, ist, anscheinend werden diese günstigen Modelle in unterschiedlichen Varianten angeboten. Oft stimmen auch nicht immer im ersten Blick 1:1 die Daten überein mit vergleichbaren Angeboten. Das heißt, hier muss man sich immer irgendwie durchhangeln und vertraut natürlich den Angaben, die dort irgendwo auf der Verkaufsseite stehen. Ja, das Ganze ist ein bisschen schade, das geht natürlich jetzt zurück. Man hat das jetzt natürlich auch alles angekrabbelt, ausgepackt und es wurde auch geliefert. Aber das ist ja das großartige Glück, was wir als Konsumenten haben. Unser 14-tägiges Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Aber habe ich aber. Jede Menge, nur kein Wenn. Gut, ja. Im Kurzen und Ganzen möchte ich dann sagen, der Karton, jetzt haue ich hier schon wieder gegen mein Mikro, sieht dann natürlich so aus und auch hier liest man nirgendwo etwas von IPS oder sonstiges. Steht jede Menge drauf, aber halt, ja, auch nicht konkret. Das ist das, was mich übrigens auch gewundert hat. Hier an der Seite stehen die Auflösung, aber 1080x800 hat nicht geklappt. Ja, schönen Dank nochmal. Ich weiß nicht, ob das mit RGB sich geändert hätte oder ob das ein HDMI-Problem ist, aber Fakt ist, wisst ihr auch, wenn ihr irgendetwas kauft, soll das natürlich auch so funktionieren, wie das angegeben ist. Ja, kurzes Review zu einem 10,1 Zoll. Ja, das ist jetzt nicht so cool, das Teil. Wir sagen ja immer, das ist schon cool, das bekommt ganz besondere, tolle Produkte, die wir schön finden. Das vergebe ich hier nicht. Ich vergebe, da gibt es ja dieses Sternmodell, 1 von 5 Sternen. Ich vergebe jetzt 2 Sterne, weil vielleicht, so fair muss ich sein, ein, das kann man nicht machen, weil vielleicht bei anderen Anwendungszwecken würde das nicht so auffallen. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe euch hoffentlich so ein paar Tipps geben können zu diesem Monitor. Falls einer liebäugelt und ist über dieses Video gestolpert, hoffe ich, das ist ein kleiner Anreiz. Wenn ihr positivere Erfahrungswerte damit habt, könnt ihr das mal gerne uns wissen lassen. Ansonsten bis bald und ciao.